Willkommen zu Folge 11. Ja, Folge 11. Von 1954 Alcatraz. In der letzten Folge haben wir uns einbuchten lassen, und zwar, also, naja, eingebuchtet waren wir schon, aber irgendwie in Einzelhaft stecken lassen, und zwar im Gefängnisflügel, nachdem wir uns ein bisschen mit dem anderen Typen da angelegt haben. Moment. So. Gut. Und jetzt habe ich mal auf Christine gewechselt, oder vielmehr in der letzten Folge habe ich das gemacht. Ich stelle fest, hier war ich noch gar nicht. Und hey, Christine! Du hast heute ein dankbares Publikum. Danke, wir haben einen neuen Pianisten. Allerdings nicht so gut wie Joe. Ja, okay, hier waren wir nämlich beim letzten Mal noch gar nicht, stelle ich fest. Eine Truhe mit Reiseaufklebern. Weit gereist. Ja, okay. Noch so eine Haarnadel. Okay. Die brauchen wir immer zum Knacken der Schlösser, ne? Ja. Die attraktive Clubnixe. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass der Grafikstil so ein bisschen umgestellt ist. Ich habe heute mal für die Folge mir vorgenommen. Okay, ist das Absicht? Ja, und diese Streifen dazwischen drin sind Absicht. Und zwar, ich habe den Grafikstil mal ein bisschen umgestellt. Es gibt halt die Möglichkeit, normalen Modus, den haben wir jetzt letzten 10 Folgen so uns angeguckt. Und hier, das ist der 1954-Modus. Ja, mal sehen. Hat so ein bisschen was vom Altfilm-Flair. Was gibt's Neues? Gehst du immer noch in der Bay schwimmen? Klar, die Kälte stört mich nicht. Wasser ist mein Element. Wann seid ihr Mädels mal wieder auf Tour? Nächsten Monat geht's die Küste runter. Wir sind eine reine Frauenband. Komm doch mit. Du könntest dich um unsere Kostüme kümmern. Jetzt hängt alles nur noch von meinem Vertrag mit Mickey ab. Falls ich dich aus dem Vertrag auslösen kann, versprich mir, dass du für Joe und mich da bist, wenn wir dich brauchen. Klar. Ha. Das ist also dann, sprich, die Möglichkeit, Joe da rauszuholen. Das Schwimmen könnte man darüber erledigen. Ist dein Captain heute da? Nein, er fischt mal wieder in der Nähe von Alcatraz. Ich treffe mich später mit ihm am Pier. Du solltest mal mit uns segeln kommen. Du bist doch früher gesegelt. Mhm. Ja, da habt ihr gehört, wie professionell ich das E-Mail-Programm heute nicht ausgemacht habe, aber gut. Was gibt's Neues von Mickey? Er hat Geld unterschlagen. Gibt mächtig Ärger, wenn er es nicht ersetzt. Wenn die Mafia davon Wind kriegt, nehmen die ihn aus wie einen Fisch. Das tun sie wohl, ja. Was weißt du über Alcatraz? Im Sommer gehe ich da immer fischen. Überall Bojen. Wenn du zu nahe rankommst... Peng! Aber bei dichtem Nebel kommt man schon sehr nah ran. Meinst du, man kann dahin schwimmen? Wohin? Von Alcatraz ans Ufer. Klar, sicher. Vor Jahren sind ein paar Mädchen von der Insel aus an Land geschwommen. Kannst du dich um meinen Kater kümmern? Oh je, ich hab doch Angst vor Katzen. Sie lecken immer an mir rum. Ha, wusste ich's doch. Du bist wirklich eine Meerjungfrau. Ja, okay. Bis später. Alles klar, wissen wir Bescheid. Hier, Blumen. Hübsche Sträuße. Von wem sind die Blumen? Ach, von irgendeinem Seemann. Die Navy scheint deine Show wirklich zu lieben. Ich klau mir eine einzelne Rose von dir, okay? Für einen kleinen Hoffnungsschimmer und Schönheit in einer Nacht voll Einsamkeit und Zweifel. Sag also nicht, das ist nicht drin. Nein. Danke. Eine wasserdichte Handtasche. Die Tasche ist so gut wie leer. Sind das ernsthaft goldfischförmige Cracker? Aha. Okay, die Blumen war klar. Hier. Da, 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 da. Chinesische Seide? Nicht gerade ideal für einen Meerjungfrauen-Act. Ich liebe es, Stoffe zu berühren. Ja, okay. Können wir nicht nehmen. Schade. Ich dachte, die brauchen wir aber zum Einkassieren. Oh yeah.
uralter Koffer. Ein staubiger alter Koffer. Wahrscheinlich noch aus der Prohibitionszeit. Er würde nur runterfallen und mich erschlagen. Ich kann nicht sterben, ohne Joe ein letztes Mal geküsst zu haben. Okay. So sind also die Prioritäten. Gut. Haben wir irgendwas, um der Goldie zu helfen? Natürlich nicht. Eine wunderschöne Rose. Zur Hintertür. Weiß natürlich nicht, ob mir das weiterhilft. Okay, also jetzt habe ich die Tür anscheinend geöffnet. Das heißt, wir können jetzt immer durch die Hintertür. Hey, Christine! Willkommen zurück, Christine! Gut. Ich will mal gucken. Also es wundert mich ein bisschen. Ich hätte schwören können, bei Joe war es eigentlich heller. Also vom Tag her. Ich dachte, das wäre schon Tag. Hübsche alte Laterne. Ich brauche keine Dunkelheit. Nicht. Schickes Gebüsch. Gib dem Laden einen modernen Touch. Kann ich mich vielleicht ein wenig in die Büsche legen und schlafen? Ach nein, ich muss weiter. Bloß nicht aufgeben. Ich verstehe nicht. Was kann ich denn da später dann verstecken? Schauen wir mal. Nein, ja. Gut. Vielleicht kann ich mit der Rose den im Park davon überzeugen, dass der andere ihn liebt. Vielleicht. Ist nicht? Diese Rose, sieh sie dir an. Schön nur heute. Weg schon morgen. Und da sagst du, was morgen welkt, ist heute schon keinen Deim wert? Dein Mann macht dir Schmerzen. Kann eine Rose auch. Und doch sind beide zerbrechlich. Ich glaube, du hast recht mit dem, was du sagst. Mein Mann sitzt in Alcatraz. Ich darf einmal im Monat mit ihm reden, durch ein kleines Fenster mit Telefon. Während deiner gerade mal auf der anderen Straßenseite sitzt. Also geh zu ihm und versöhn dich gefälligst, du Idiot. Danke, Christine, Liebes. Ja, okay. Okay, haben wir doch geschafft. Ich habe euch gern mit dem Kaffee geholfen. So. Ist hier jetzt irgendwas? Was hat Joe dir gegeben? Nur ein altes Tagebuch. Erdbebenerinnerungen. Ich hab's noch nicht einmal gelesen. Die ersten Seiten waren eine Zumutung. Ich hab's verkauft. Warum hast du mir nichts gesagt? Wer weiß von dem Tagebuch? Was weiß ich? Mit deiner großen Klappe ruinierst du noch alles. Warum hast du das Tagebuch verkauft? Ich musste alle meine Bücher verkaufen. Traurig, ich weiß. Genug geredet. Fragt sich nur an wen. Hat er das gekauft? Auf nach Mexiko. Für mich ist alles südlich der Market Street fernstes Ausland. Okay, nein. Ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Tja, das hat jetzt nicht so richtig viel gebracht, oder? Sutters Seesack. Er zieht wohl wieder um. Nur Klamotten und Notizbücher. Immer der gleiche alte Kram. Oh ja. Yeah. Gut. Dann verlassen wir das Café wieder. Wir verdammt nochmal hatten dann das Buch gekauft. Hier ist nun der Dings. Café Napoli war nur gerade.
Gucken wir mal hier. In der Kirche. Der Typ ist ja jetzt nicht da, ne? Dann könnten wir ja eigentlich mal einbrechen. Abgeschlossen. Kirchen sollten sowieso generell nie abgeschlossen sein. Ah. Ich dachte, ich hätte die Tür vor 5 Minuten zugemacht. Ich hab was zu beichten. Das glaube ich. Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und seiner Barmherzigkeit. Tja. Ich stehe auf diesen Typen. Er ist... Nur weiter. Ach, was red ich da? Es geht niemandem was an. Der Sinn der Ehe ist... Und jetzt kommt's. Zusammen zu leiden. Check. Ich bin in ein paar Häuser eingestiegen. Mit offenen Armen bat er sie in sein Haus. Aber diese Finger sollten nicht zu lang werden. Man soll nie mehr nehmen, als man braucht. Ich fluche gerne. Man muss sich ja irgendwie ausdrücken können. Nur muss da nicht die ganze Stadt daran teilhaben. Das ist voll der Superpastor. Ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist. Sie arbeiten mit Häftlingen. Richtig? Auch ihre Seelen haben es verdient, gerettet zu werden. Es ist nur, ich möchte meinem Mann etwas geben. Aber die Post wird zensiert und unsere Gespräche werden immer belauscht. Was machen Sie auf Alcatraz? Ich biete den Häftlingen ihr Seelenheil an. Außerdem gebe ich dem Gefängnisdirektor regelmäßig eine Liste mit erbaulichen und angemessenen Filmen. Ich helfe bei der Zensur von Briefen und Zeitschriften. Also lesen Sie meine Briefe an Joe? Ja. Wir mussten die meisten von Ihnen zensieren. Ah ja. Was denken Sie über die anderen Gefangenen? Harte Fälle. Berufsverbrecher. Kaum einer will sich ändern. Ihr Ehemann hat aber noch Hoffnung. Der gibt nicht so leicht auf. Macht er nie. Er geht in die Kirche? Er verbringt gerne Zeit allein, um nachzudenken, aus dem Fenster zu sehen. Mhm. Er beginnt langsam sein Herz zu öffnen. Ich hoffe nicht zu sehr. Ich bin immer noch hier. Beichtet er? Er ist kein Mann vieler Worte. Ja. Er kann besser mit den Händen. Danke, Vater. Und nun tue Buße, mein Kind. Erbarme dich, meiner. O Herr, der du da bist, im Himmel. Deine Sünden seien vergeben. Geh in Frieden. Amen. Ja. Okay. Amen. Nicht schlecht. Der Kaplan arbeitet spät. Ich brauche ein paar Infos von Joe. Können Sie ihn was von mir fragen? Leider nicht drin. Da werden Sie wohl bis zu Ihrem nächsten monatlichen Besuch warten müssen. Möge der Herr Ihren verwirrten Verstand segnen. Sie sollten es mal mit etwas Gold versuchen. Ja. Viel Handarbeit. Ich frage mich, was die Künstler motiviert hat. Cash oder Karma? Sieht alt aus. Ist wohl eine Erstausgabe. Die könnte ich gebrauchen. Sieht wertvoll aus. Das ist doch so ein Ding, da kann man doch bestimmt was mit verstecken. Und wenn wir sagen, schicken Sie das bitte Joe. Ne? Also, nur mal so in den Raum gestellt, so eine Vermutung. Wenn ich hier jetzt was reinpacke. Keine Chance. Sieht alt aus. Ich frage mich, ob die Lower Dabs Interesse an einer schicken alten Bibel haben. Okay, Lower Dabs sagt mir gar nichts. Nein.
Wäre aber cool gewesen. Gut. Verschwinden wir hier. Scheint so zu sein, als könnten wir vielleicht das Buch gegen das Tagebuch von Joe tauschen. Wenn ich herausfinde, wo Lower Depths ist. Und da haben wir es schon gefunden. Tja. Und ich würde sagen, was wir hier weiter finden, das seht ihr und ich dann erst in der nächsten Folge, denn diese Folge hier ist schon wieder vorbei. Also, bis zum nächsten Mal.